So, neue Aufnahme. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir waren. Jetzt haben wir ja schon einige Aufgaben. So, Fälle für Bosper. Aber wir brauchen erst Erfahrungspunkte, damit wir Fälle abziehen können. Und die vermissten Leute, da könnt man gleich mal schauen. Am Hafen von Korinis. Und der Hafen ist da unten. Meldor. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Ja, wo möchte man denn hier? Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Geld? Hast du was zu verschenken? Nein, aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab's eine Menge Diebstähle hier, vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Eigentlich war ich auf dem Weg ins obere Viertel. Ja klar, und ich wollte gerade aufs Schiff und mich zu meiner Audienz beim König bringen lassen. Leute wie du und ich kommen nicht mehr ins obere Viertel, seit die Paladine da sind. Bist du Bürger dieser Stadt? Wenn du meinst, ob ich hier wohne, ja. Aber ins obere Viertel lassen sie mich deswegen noch lange nicht. Nur die feinen Pinkel oder die Händler und Handwerker aus der Unterstadt kommen da noch rein. Die Leute aus dem Hafenviertel haben in Korinis nicht viel zu melden. Hier gibt's noch nicht mal eine regelmäßige Milizpatrouille. Gut, Meldor bringt uns nicht raus weiter. Da haben wir einen Geldverleiher. Aber ich glaube, von dem leihen wir jetzt noch nicht kein Geld. Wen haben wir da? Was suchst du hier? Geh! Oh, ich geh schon. Kluges Kerlchen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Zum einbeinigen Klabauter. Das hätte doch besser bist. Es war genauso, wie du hey, sagst. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Das auf der Hand. Das höre ich zum ersten Mal. Tja, wollen wir in die Kneipe? Mir hatte das nicht. Ach, das hier ist die Hafenkneipe. Ich dachte schon, das wäre das Haus des Statthalters. Hey, spar dir deine schlechten Sprüche, Kleiner, sonst schmeckst du gleich den Staub der Straße. Das liegt doch auf der Hand. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich hätte das nicht. Aber ich will nicht in die Kneipe. Weißt du, früher oder später will jeder mal in die Kneipe. Also kannst du auch direkt bezahlen. Dann hast du es hinter dir. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich glaube, jetzt haben wir gleich Ärger. Die Probleme habe ich kommen sehen. Willst du mir Ärger machen? Klar, ich bin Meister im Ärger machen. Also werde ich kleiner. So, weg. Als ob ich nicht schon genug Probleme. Das war doch klar. Von mir hatte das nicht. Glaubst du wirklich? Bleib stehen, du Lump! Das kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Da waren sie auch ständig hinter uns her. Die Burschen. Gut, jetzt schauen wir uns erstmal da um. So, wen haben wir da drin? Was ist los? Nix.
Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Gut, Karten brauchen wir nicht, weil wir noch nicht viel Gold haben. Diesmal wird nämlich in Gold gezahlt und nicht mehr in Erz, so wie im ersten Teil. Krieg ich dich doch noch! Oh, da ist wieder doch. Ich wäre mir da nicht so sicher. Bleib stehen, du Lump! Ich habe für so etwas keine Zeit. Gut, dann werden wir uns irgendwann nochmal vorknüpfen. Jetzt aber noch nicht. Schauen wir mal da, ob wir irgendwas erfahren. Da, da ist der Karl. Hey! Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier? Wer muss die Arbeit ja machen? Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihre Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie hat nichts gefunden. Der erzähle ich gar nicht. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Das ist der Schreck. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Genau. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Das ist mal wieder typisch. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Sollte lieber den Mund halten. Gut. Haben wir noch nicht? Das darfst du keine. Glaube ich. Oh, wir haben nur 4. Der erzähle ich gar nichts mehr. Und es wird noch viel schlimmer. Da haben wir Ajax. Jetzt müssen wir mal. Die Musik leise machen. Gut. Gehen wir mal zu Ajax. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Wer bist du? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das ist mal wieder typisch. Das ist mal wieder typisch. Das darfst du keinem erzählen. Das kann man nicht wahr sein. Ja, ich glaube, das ist einer von Varus Balkamot. Und die sind nicht alle vertont. Das anders. Ich glaube da nicht dran. Da sollte man am besten die Untertitel erschütten. Das habe ich früher auch gemacht. Wer sagt denn sowas? Das darfst du keinem erzählen. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? So, was haben wir denn da hinten? Gut, da wohnt der Alchemist. Der Ignaz. Verdammt, was ist los? Es brennt.
du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Okay, das können wir machen.